Bauern aus Brandenburg gemeinsam mit Spediteuren, mit Kollegen, mit Handwerkern Reis machen wollen, die wir heute einfach übergehen und in das Menschen. Wir haben hier einen ganzen Eintrag über Brandenburg überzogen. Die ist ganz eindeutig. Westen und dann kürzen. Und wir warten seit vielen Tagen irgendwelche Angebote, bis wir zu Lösungen kommen. Bis wir zu Lösungen kommen, wie wir unsere Landwirtschaft zukunftssicher machen. Wir wissen, dass viele Dinge im Raum stehen. Aber wir suchen gerade noch denjenigen, der diese vielen Dinge verbindlich für uns auf Papier bringt und sagt, Mitte des Jahres haben wir Lösungen und die können wir heute den Bauern präsentieren und solange lassen wir den Bauern den Agrar. Wie gesagt, heute Abend, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, um hier Führungsqualität zu hören. Und ich bin gespannt, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht. Ich glaube, am 30.06., wenn ich geliefert ist, werden wir wiederkommen. Und dann kann ich euch natürlich auf euch alle setzen. Vielen Dank. Macht was für den Mittelstand! Ich wünsche euch nur an der Stelle, auch persönlich, kommt heute gut wieder nach Hause. Kommt gut nach Hause und macht eigentlich in den nächsten Tagen, weil ich weiß, am 1. Februar, da wird wieder Gülle gefahren, da geht das Fenster auf. Da habt ihr zu tun. Da könnt ihr wieder den Diesel eigentlich da verblasen, wo er hingehört, auf dem Acker. Ich wünsche euch ein gutes Frühjahr und wir sehen uns und ihr kriegt von uns die Botschaft in der nächsten Woche, wie es weitergeht.
Hamburg.